Oh ja, Mann, endlich der richtige Flughafen, Alter. Was wäre ich nur ohne meinen Kumpel, ja? Jetzt muss ich versuchen, den Flug runterzukriegen, Alter. Ich bin wahrscheinlich der Letzte, der seine Tasche los abgibt. Aber hey! Und nicht so wild. Schnell, richtig. Danke, Digga. Ich hoffe, ich mach's wieder gut. Ich soll direkt hierher kommen, weil ich nicht so spät dran bin. Genau, wenn du mir Ausweis? Hallo. Hallo. So Leute, da bin ich endlich wieder und ich muss mich wieder entschuldigen, denn es kann sein, dass ich euch ein bisschen verarscht habe. Oder was heißt verarscht? Es stimmt ja, dass ich was Krasses geplant habe. Es stimmt auch, dass ich ziemlich weit weg von zu Hause bin, man sieht es vielleicht am Hintergrund. Ich möchte da jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr so nah wieder zurückgehen. Ich hatte ja so ein kleines Problem mit der Security dort. Sobald ich die Kamera rausgeholt habe, sind die mir entgegengekommen und wollten wissen, was ich mache. Und der eine hat mich ungelogen dreimal nach dem scheiß Passport gefragt. Das war so lustig, ey. Auf jeden Fall gehe ich da jetzt mal ein kleines safes Stück von weg, damit ich hier nicht nochmal Ärger bekomme. Und erzähle ich erstmal was. Ich bin jetzt gerade in Montenegro und ich bin hier angekommen vor ungefähr einer Stunde. Hab jetzt quasi nur noch mein Auto abgeholt und werde jetzt in die Stadt fahren, nach Podgorica. Das ist auch dieser wunderschöne Airport, aus dem ich da gekommen bin, beziehungsweise fast geschmissen wurde, beziehungsweise fast in die Security Control gekommen bin. Und jetzt sind noch so ein paar Armeewagen gekommen. Ich weiß nicht, ob die wegen mir da sind, aber ich gehe einfach lieber. Ich kann auch nichts damit anfangen, wenn man YouTuber sagt, ne? Ich bin jetzt einen Tag in Podgorica, was irgendwo, oder Podgorica, oder wie auch immer das Ding heißt, was irgendwie die Hauptstadt von Montenegro ist. Im Internet wird das Ding auch als Loch bezeichnet. Ich werde einen Tag in dieser Stadt verbringen, dann werde ich zur Küste von Montenegro fahren, nach Tivat. Anschließend geht es mit einem Segelschiff über die griechischen Inseln und letztendlich sind wir nach ca. 4 bis 5 Tagen in der Türkei angekommen. Was da genau geplant ist und warum das Video so überkrass wird und warum es da so ein riesen Risiko gibt, das erkläre ich euch, soweit ist. Somit wird das meine allererste richtige Vlog-Reihe und ich freue mich richtig heftig drauf. Nicht nur, weil ich jetzt auch eine neue Kamera habe, denn die Kamera, mit der ich ab sofort meine Videos aufnehme, ist einfach eine 4K-Kamera. Seht ihr diesen Unterschied? Und mit dieser Kamera wird es mir eine unglaubliche Freude machen, die nächsten 10 Tage, denn ich bin tatsächlich 10 Tage jetzt im Ausland, hier zu verbringen. Warum ich dennoch so viel geschauspielert habe im letzten Video, warum die Ansage so überkrass war, warum es so klang, als ob ich entweder mit YouTube aufhöre oder aufhören muss oder sterbe beim Versuch eines epischen Stunts, das hat folgenden Grund. Ich wollte vor allem eine Person, weshalb ich nämlich zu 50% auch hier bin, nicht nur wegen der Einladung auf das Segelschiff eines anderen Freundes, sondern weil ich mit ihm zusammen eine andere Person, die ich schon 5 Jahre nicht gesehen habe und wir beste Freunde innerhalb von einem halben Jahr wurden, episch pranken möchte. Und er soll nichts ahnen. Aber bevor wir zu viel ins Detail gehen, bevor ich diesen überkrassen Trip mit euch mache, fahre ich jetzt einfach los und wir erkunden ein bisschen die Stadt. Bevor ich euch aber mehr über die Stadt erzähle, muss ich leider erstmal ins größte Einkaufszentrum hier in Podgorica fahren. Ich Idiot, habe so einige Sachen vergessen. Zuallererst habe ich in Deutschland meinen Reisepass fast vergessen. Da hätte es echt Ärger gegeben. Als zweites gab es so ein bisschen Trouble am Flughafen, denn ich habe tatsächlich gedacht, ich hätte den Flug über Tegel gebucht und wir standen auch in Berlin-Tegel am fucking Flughafen und das auch richtig kurz vor knapp, weil ich und mein Kumpel aus Berlin, bei dem ich die Nacht verbracht habe, weil der Flug so früh ging, dass ich einfach übertrieben früh raus musste mit ihm. Somit hat er mich zum Flughafen gefahren. Wir standen in fucking Tegel und in Tegel war einfach der falsche Flughafen. Der fährt wieder zurück, ist froh, dass er wieder ins Bett kann und dann muss ich den anrufen und sagen,
Bro, ich glaube, der Flug geht nicht von Tegel, der geht von Schönefeld. Und eigentlich habe ich das Ding über Tegel gebucht, dachte ich zumindest, jetzt stehen wir in Tegel. Und das Problem ist aber, mein Flug geht ab Schönefeld. Das ist richtig Abfuck. Jetzt sind wir so oft gestanden, dass ich nicht zu lange warten muss. Und jetzt müssen wir einfach umfahren, Alter. Das ist richtig mies, Alter. Kann dir sowas passieren? Ich schwöre dir, ich habe zweimal geguckt, Alter. Und die Bestätigung hat auch gesagt Tegel, Alter. Und jetzt steht auf dem Zettel Schönefeld drauf. Zeig doch. Und ich finde den Flug nicht, Alter. Zeig mal den Flug. Schönefeld, dass wirklich am Arsch der Welt, Alter. Fuck. Oh, Scheiße, sowas könnte mir nie passieren. Aber im Endeffekt hat es noch geklappt. Dann ist mir aber aufgefallen, dass ich alle meine Speicherkarten bei Ihnen im Auto aus meiner Hosentasche verloren habe, weil ich Idiot mit meiner Jogginghose die Taschen so tief habe und natürlich immer offen, dass alles rausfällt. Jetzt habe ich mir das Auto hier abgeholt und jetzt fahre ich erstmal ins nächste Einkaufszentrum. Ja, das war natürlich ein perfektes Beispiel dafür, wie Touristen abgezockt werden. Das ist erstmal schon direkt ein Minuspunkt. Man hat hier einfach 1,20 Euro erhoben dafür, dass ich das Auto vom Hof fahre, Alter. Ist das immer scheiß Ernst? What the fuck, Alter? Ey, ohne Scheiß, der Radiosender, den es hier gibt, der heißt einfach Na Bro. Also Na, so wie Hallo. Und dann Bro. So, eine Sache noch. Kauft euch nie, nie was zu trinken direkt am Flughafen. Das ist der letzte Bullshit. Ihr bezahlt dort irgendwie 3 Euro, 3,50 Euro für was zu trinken, was ich für 35 Cent direkt um die Ecke bekommen habe. Ja, so ein Laden tut's auch. Das ist nicht mal 1 Kilometer entfernt. Ich meine, gut, mit dem Auto ist man auch ein bisschen flexibler als mit dem Bus, den man dann als nächstes nimmt, oder ein Taxi für 50 Euro, was einen in die Stadt führt. Naja, egal. Finde. Also es sieht besser aus als der Rest hier in der Stadt. Boah, es gibt sogar einen Zahler. So einen Elektromarkt habe ich noch nicht gefunden, aber meine Ecke habe ich gefunden. Da wird einfach gezockt, verdammte Scheiße. Jetzt mal ehrlich, da gibt es alle möglichen Scheißgeschäfte, selbst Zara, selbst Tim und Bio. Selbst eine beschissene Cineplex haben die am Start. Nachdem ich jetzt in der Innenstadt von Podgorica so viel rumgefahren bin und, glaube ich, 5 oder 6 Technikläden besucht habe, die entweder Fake-Sachen da am Start hatten, die man wahrscheinlich in diese Kamera nicht reinknallt, oder gar nichts da hatten, habe ich mich jetzt ein bisschen kundig gemacht und gegoogelt. Und ich glaube, dieser Laden im Hintergrund könnte haben, was ich brauche. Also wir haben jetzt gesehen, dass diese Stadt auf jeden Fall kein Loch ist und auf jeden Fall auch nicht die langweiligste Stadt in ganz Europa. Das kann ich auf jeden Fall nicht bestätigen. Ich meine, allein schon wegen solchen Ausblicken, Leute. Aber wie sieht es denn mit den Leuten in Montenegro aus? Jetzt schau ich doch mal, wo die Frauen sich so rumtreiben. Und am einfachsten, wenn man keine Zeit hat, so wie ich, ist das natürlich über Plattformen wie Tinder.
Genau deswegen werden wir jetzt Tinder auschecken. Vielleicht heute noch ein Date klären. So, alter Schwede, direkt die erste. Das ist genau das, was ich mir gedacht habe, als wir auf die Straße waren, weil ohne Scheiße. So, ein Like. Schade, sie hat leider nicht zugeliked. Herz. Kein Herz. Übertriebenstes Herz. Oh mein Gott, ich hab einen Mensch! Ich bin noch an der Stelle aufeinander! Alter, so, das reicht mir nicht. Ey, ganz ehrlich, hier ist keine hässlich. Guckt euch bitte mal die Mädels an. Alter, halt's Maul! So, bei der komme ich durch ein Match auf jeden Fall nicht weiter, deswegen werde ich einfach mal auf ihrem Instagram einfach das hinterlassen. Instagram zieht immer. Eigentlich kann man direkt diesen hier machen. Vielleicht hat Montenegro ja noch eine eigene Dating-App. Ja, bis jetzt scheint so, squattet die neben dem Kickertisch? Die squattet einfach neben dem Kickertisch. Wow. Dafür kriegst du mein Herz. Okay, ich hab's Hotel gefunden. Und es sieht von draußen gar nicht mehr so schlecht aus. Das Witzige ist, dass ich jetzt hier so links und rechts mich umgeschaut habe und ich fahre hier so diese Einfahrt rein. Also man sieht es jetzt eigentlich nicht. Die hier unten. Ich fahre so die Einfahrt rein und denke mir so, Alter, was? Hier ist nur so ein Bruchgebäude. Dahinter ist nur so ein Bruchgebäude. Wo zur Hölle soll das Hotel sein? Man weiß ja nie, ne? Aber jetzt ist es hier und es sieht eigentlich ziemlich nice aus. Und wir gehen einfach mal rein, würde ich sagen. Reservation. Alexander Zech. Yeah, that's it. Ach so. Sie kommen aus Deutschland. Yes. Sie haben... Yes, sir. Sie haben Kamera da, ja? Zimmer Nummer 5. Nummer 4. Da ist Nummer 4. Ah, super. Schauen wir uns das Zimmer noch einmal an. Das ist ein sehr schönes Bad. Schlafzimmer geht auch klar. Sieht zwar ein bisschen weiblich aus, aber naja. Was soll's? Also ich würde mal zusammenfassen, so für 25 Euro die Nacht habe ich auch schon schlimmere Sachen bekommen. Ich versuche jetzt da hochzuklettern, damit ich diesen Ausblick genießen kann. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Ich habe ein bisschen Schiss, wenn ich ehrlich bin. Das Ding ist halt, ich weiß auch nicht, wie safe sowas ist, aber das sieht ja alles schon nicht so safe aus. Also hier, Bro. Du schaffst das, du kannst das. Ah! Oh, fuck! Das tut weh. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul, I'll be there. Erstes Essen in Berlin. Kumpir, was war das? Türkisch. Nicht, ich heiße das Kumpir? Ne, Kumru heißt es. Kumru. Ich bin mir gerade nicht sicher, Alter. Aber ich weiß, wo es ist. Oder ganz normal, wie letztes Mal, Burrito Company. Auch geil. Also mir geht es jetzt eher darum, satt zu werden, muss ich dir sagen. Burrito Company war geil, oder? War ich auch lange nicht mehr, Alter. Aber wie wär's denn eigentlich mit Bagel Bros? Ich sehe leider nicht, Alter. Ehrlich nicht? Es gibt kein Bagel Bros in Berlin. Ich muss das mal googeln. Und du wohnst in Berlin? Ich muss es echt mal googeln, Alter, ob es hier irgendwo Bagel Jetzt weiß ich, warum du weg willst, weil es hier kein Bagel Bros gibt, Alter. Ich glaube, du wärst so ein Typ, du würdest dieses Auto, wenn du richtig Hunger hättest, für einen Bagel verkaufen, Alter. Das kann sein. Das kann sein. Ja, das sieht schon auf diesem Vorschaubildschirm, sieht das schon überkrass aus. 4K-Vlogs, Alter, das ist so über meinem Verhältnis, Alter. Auf wie viel Raten zahlst du das ab? Auf 4 Jahre? Ich habe es tatsächlich so gelernt, das Ding ist schon 2 Jahre alt, ich habe es für 500 bekommen, also. Und diese 500, Digga, Kredit ist Bo, Alter. Und diese 500 auf wie viele Jahre?